Mir war sehr nice, Leute. Bei 100 Likes werde ich diese Super Magical Chest auf seinem Account morgen öffnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute sogar in richtig krasser HD-Qualität hier auf dem Kev_All_Play-Account und wie ihr sehen könnt, werden wir heute ein bisschen auf seinem Account zocken und ich werde hier mal seinen Account ein bisschen pushen, weil er ja in meinem Clan ist und für mich hier ein kleines Chest-Opening vorbereiten will. Deswegen werden wir jetzt hier mal ein bisschen mit Aufnahme auf seinem Account zocken. Und wie ihr sehen könnt, wir haben schon hier eine epische Truhe auf seinem Account. Und wir werden jetzt erstmal versuchen, vielleicht ein bisschen mitzuzocken und hier ein paar Truhen mal reinzubringen. Denn, ja, wir öffnen jetzt nebenbei hier nochmal die Gratis-Truhe. Denn er will ein fettes Chest-Opening für mich machen, wenn die Nachthexe raus ist. Und ja, wir werden heute, was ich auch ansprechen wollte, diesen Account ein bisschen pushen. Und ich werde eure Kisten öffnen, weil er nämlich hier ein kleines Chest-Opening vorbereitet. Wollte ich das hier mal ansprechen, dass ihr mir auch Kisten einschicken könnt. Beziehungsweise ihr bereitet vor, dass hier eine Legi-Chest ist, eine Riesentruhe, eine Magietruhe oder auch eine epische Truhe geht auch. Dass ihr 3-4 richtig gute Truhen habt, dann könnt ihr mich anschreiben auf Twitter. Unten ist auch nochmal Twitter verlinkt. Oder wenn ihr mich suchen wollt, einfach Daniel Plays eingeben mit der 7. Dann findet ihr mich schon. Und ja, ihr könnt mich auch einfach unten in den Kommentaren anschreiben. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal eine extra E-Mail erstellen, wo ihr mich kontaktieren könnt. Und ja, das werde ich ihr auch noch einmal einblenden, die E-Mail-Adresse. Aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, wir werden jetzt einmal mit dem Deck hier einen kleinen Kampf machen. Und ich werde die Highlights aus dem Video zusammenschneiden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt im Kampf gleich wieder. So, wir joinen jetzt in den Kampf rein und wie gesagt, wir werden hier jetzt ein bisschen vielleicht auch Verschnellerungen zu machen und werden einfach nur die Highlights des Spiels ein bisschen zusammenschneiden, damit ihr auch ein gut geschnittenes Gameplay bekommt. Und stimmt jetzt mal oben rechts in den Kommentaren ab, findet ihr sowas cool, so welche Schnitt-Gameplays, oder findet ihr das schlecht? Das könnt ihr mal in die Kommentare dann reinschreiben. So, das könnte jetzt ein perfekter Pfeilhagel werden. Ja, das war sogar relativ nice. Damit kommen wir jetzt ein bisschen in den Plus und das war schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir gerade ein bisschen einen Push am Lauf. Er hat gerade eine Rocket geworfen und jetzt haben wir gerade einen sehr, sehr krassen Push am Start. Ich hoffe, dass das Mega Minion und dass der Baby Dragon jetzt hier noch an den Turm kommen. Perfekt, die kommen jetzt an den Turm. Wir können dann die nächste Elixierpumpe setzen. Wieder in die Mitte, damit er den Turm nicht angreifen kann. Und weil der Turm auf Level 11 ist, Leute, können die Lakaien getoo-shottet werden. Und so kommen wir jetzt in einen deutlichen Elixier fort. Okay, jetzt pusht er gerade hier mit Hawk Rider und Kobold Fass. Da könnte man jetzt schön hier perfekt das Kobold Fass mit den Pfeilen abwehren. Und jetzt hat er sehr viel Elixier ausgegeben. Wir können jetzt mit dem ersten Golem pushen. Und bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der Push verläuft. Okay, jetzt wird da wahrscheinlich gleich irgendwo eine Rakete oder so kommen. Perfekt, da kommt die Rocket. Alles ist kaputt, er trifft den Baby Dragon nicht. Und dadurch kommen wir jetzt an unseren ersten Turm. Er will nochmal hier die Elite-Barbaren setzen. Hier hauen wir nochmal einen Blitz drauf. Zack, zack, damit kommt er auch erst auch gar nicht in einen Gegenpush. Die Lakaien werden direkt getoo-shottet, sagen wir es mal so. Wir hauen jetzt hier direkt den nächsten Golem rein mit den Skeletten. Er wird wahrscheinlich 7, das ist okay. Wir kommen nämlich jetzt mit dem nächsten Push über die rechte Seite und werden so dann seinen Turm bekommen. Also ist dort alles okay. Wir setzen jetzt den nächsten Mega-Minion. Jetzt wird es ein spannendes Game, Leute. Er geht auf den 3-Ground. Wir gehen auf seinen Turm. Wir haben die Pfeile am Start. Einmal die Pfeile gesetzt. Und jetzt sind wir durch. Er kommt zwar mit einer defensiven Rocket, trifft aber das Mega-Minion nicht ganz. Mega-Minion im Rage, das ist richtig krass. Wir setzen nochmal die nächsten Skelette und alles nochmal rein, Leute. Wir müssen jetzt den Turm bekommen, sonst wäre das jetzt richtig bitter, das aus der Hand gegeben zu haben. Aber das Mega Minion mit dem Baby Drache ist am Turm und das ist der Turm, Leute. Das war ein sehr, sehr gutes Game. Wir setzen nochmal die Elixierpumpe, die hat noch ein bisschen HP. Und sehr, sehr nice Game, Leute. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mit diesem Hawk Cycle Deck, das ist zurzeit sehr, sehr krass, muss man schon sagen. Plus 31 Trophäen und eine Silbertruhe. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. So, das bewerten wir später. Das war auf jeden Fall ein saukrasser Kampf. Hier können wir ja bestimmt noch ein bisschen spenden. Ist auf jeden Fall alles krass. Also, wie fandet ihr dieses Geschnittene? Also, ich fand es eigentlich relativ nice. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann direkt im nächsten Kampf wieder. Okay, wir finden uns im zweiten Game gegen Mustafa.
Bin auf jeden Fall mal gespannt, was für ein Deck er spielen will. Also ich spiele auch gerade nicht an meinem Handy, nur so zur Info. Ich spiele am PC und deswegen ist es viel schwieriger hier für mich schnell zu reagieren. Deswegen entschuldigt mich, wenn ich hier vielleicht mal ein paar Misplays mache. Ich freue mich einfach total, wenn wir jetzt hier mal gewinnen. Okay, Mini-Packer auf Level 6. So muss das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall krank. Ich hoffe mal, dass... Okay, er lacht uns gerade irgendwie aus. Okay, wir lachen auch mal. Was geht bei ihm ab? Lässt er uns jetzt gerade irgendwie gratis gewinnen oder so? Oder was geht bei ihm ab? Wir setzen auf jeden Fall jetzt erstmal die nächste Elixierpumpe. Er hat auf jeden Fall mal einen Mini-Packer auf Level 6. Okay, der regt uns gerade auf. Wir setzen mal seine Emotes weg. Okay, er setzt einen Hawk auf Level 9. Er hat aber einen Mini-Packer auf Level 6. Das ist auf jeden Fall krank. Der Hawk macht auf jeden Fall einige Hits. Dagegen kann man auch nichts machen. Aber wir haben gerade auch gegen Hawk gespielt. Deswegen ist es auf jeden Fall okay. Wir setzen mal Lumberjack und kein Golem. Das ist auch immer ein großer Fehler, dass man dann den Golem setzt. Wir setzen mal das Drachenbaby als Tank ein. Okay, der Mini-Packer one-hitted oder beziehungsweise two-hitted trotzdem noch immer den... Okay, ich kann gerade nicht reden, Leute. Das ist einfach so übertrieben. Kassel kann man auf jeden Fall Blitz drauf werfen. Zack, zack. Okay, das war okay. Ey, Leute, ich bin gerade so aufgeregt. Ich kann einfach nicht gut kommentieren. Und jetzt outspeedet er uns auch noch und setzt einfach mal so einen Mini-Packer. Das macht kein normaler Mensch, außer er. Er mit seinem Mini-Packer auf Level 6 holt einfach fast den gesamten Turm. Und ich mit meinem Golem... Ey, ich habe ja auch komplett andere Karten. Das ist total blöd, dass er nur den Holzfäller und so auf so niedrigen Level hat. Er hat Holzfäller nur auf Level 1. Ich habe Golem auf Level 5. Und das sind auf jeden Fall komplett andere Karten. Aber ich hoffe mal, dass wir trotzdem den Turm bekommen werden. Er setzt dort ein Ice Spirit. Den werden wir nicht gönnen. Wir werden ihm die nicht gönnen. Wir setzen ihn schnell... Okay, ich hoffe, dass Elixier hat noch bekommen. Er geht jetzt vollkommen auf den Push. Wir haben aber dafür ein Lightning, Leute. Schaut euch bitte den Lightning an. Der Lightning zerstört komplett, Leute. Der Lightning zerstört komplett. Wir sind am Turm. Wir setzen direkt den nächsten offensiven Golem. Das kann er doch jetzt nicht mehr verteidigen, Leute. Das kann er doch nicht wirklich noch verteidigen. Wir setzen noch einen Holzfäller dazu. Und das sollte auf jeden Fall jetzt eindeutig ein guter Push sein. Wir setzen jetzt mal Mega Minion hin. Ich hoffe, dass das Mega Minion hier jetzt den Mini-Packer und so ausschaltet. Hier lohnt sich auf jeden Fall der Blitz. Zack, 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 nochmal hier den Mini-Packer mitgetroffen. Mini-Packer direkt weg. Wir setzen hier das Drachenbaby hin, damit wir gleich den Golem auf jeden Fall in die Mitte spielen können. Und 3, 2, 1, jetzt den Golem in die Mitte spielen. So wird das auf jeden Fall gemacht. Dazu einfach mal den Holzfäller. Er geht jetzt all in. Wir sehen, setzen Skelette. Das Drachenbaby kommt einfach mal zurück. Das ist auf jeden Fall super krass. Wir setzen jetzt hier den Blitz und das ist das Game, Leute. Das kann es doch nicht sein, wenn das jetzt nicht das Game gewesen wäre. Das ist eindeutig das Game. Und das Drachenbaby kommt noch dran und wir gewinnen. Perfekt, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Plus 32 Trophäen und oh mein Gott, nein! Wir ziehen eine Live Super Magical Chest einfach mal so im Video mit HD-Qualität jetzt hier vom PC auf dem Account vom Kev Allplay. Oh mein Gott, eine Live Super Magical Chest. Das ist auf jeden Fall super nice. Davon werden wir auf jeden Fall gleich erstmal einen Screenshot machen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe schon mal einen Account gehabt, wo ich einfach einen Kampf gemacht habe und direkt eine Super Magical Chest gezogen habe. Und jetzt einfach nicht mal auf meinem Account zocken wir zwei Games, zweimal gewinnen wir und wir ziehen einfach mal eine Live Super Magical Chest. Oh mein Gott, wir drücken jetzt auf OK und da fliegt die Super Magical Chest rein. Auf jeden Fall sehr nice, Leute. Bei 100 Likes werde ich diese Super Magical Chest auf seinem Account morgen öffnen. Also wenn ihr bis morgen 100 Likes schafft, werden wir diese Super Magical Chest morgen öffnen. Also lasst auf jeden Fall mal ein Like da und ich würde mich mega darüber freuen. Einfach mal, oh mein Gott, eine Live Super Magical Chest. Das ist auf jeden Fall krass. Wenn das nicht die 100 Likes schafft, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zusehen. Oh mein Gott, Leute, es ist einfach so übertrieben krass. Erst diese Magietruhe im Video und jetzt die Super Magical Chest. Einfach nur krass. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Abonnieren und Like nicht vergessen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ciao.